Willkommen zum Quiztrail-Ritt in Whaledale. Ja, und ich habe mir die Desert Rose geschnappt und wir wollen uns hier jetzt ja auf den Weg machen und unser Glück versuchen. Dazu sprechen wir hier erstmal mit der Quizmeisterin. Ja, die haben ja immer den gleichen Text, was ja auch okay ist. Aber wir lesen das jetzt nicht immer mit vor und jetzt muss ich erstmal gucken. Hier hatte ich. Müssen wir raus aus Whaledale? Ja, müssen wir. Wie heißt der Fluss, der durch Whaledale fließt? Silver Song, Silver Wind, Silver River. Das ist der Silver Song Fluss. Dann geht's weiter hier hinten Richtung Rennen. Hier vorne an der Laterne. Was ist ein Quagga? Ein Reitausrüstungsteil, eine Verletzung, ein ausgestorbenes Zebra. Das ist das ausgestorbene Zebra. Und ja, die hätten mir auch echt gut gefallen. Das waren schon schöne Tiere. So lange ist es auch gar nicht her, im Gegensatz zu anderen Arten, dass das ausgestorben ist. Welche dieser Disziplinen ist nicht Teil des dreitägigen Vielseitigkeitsreitens? Geländereiten, Hindernisreiten, Dressurreiten. Ja, Geländedressur gibt es, also muss es das Hindernisreiten sein. Hindernisreiten gibt es auch, aber nicht in der Vielseitigkeit. Ein Hufeisen, das sammeln wir aber später mal. Noch ein Hufeisen, das ist schon mal sehr gut. Wem gehört der Jorvik-Stall? Herr Sands, Hermann, Gunnar, das ist Hermann. Sehr gut. Ach so. Wir müssen wieder runter nach Whaledale. Ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass wir zum Druidenplatz hoch müssen. Wie nennen sich die Druiden Jorviks? Darkor, Freunde des Fripp, Bewahrer Aydins. Freunde des Fripp. ja, die Bewahrer Aydins natürlich. Oh. Ob wir das hinkriegen? Ja. Wer ist Experte, Expertin für druidische Bekleidung? Farah, Elizabeth Sunbeam oder Avalon? Das ist doch Farah. Ja, dich nehmen wir später mit. Und die ist ein bisschen schade, aber das machen wir später auf jeden Fall. Welche Forscherin reiste in einem Heißluftballon in das Tal des verborgenen Dinosauriers? Nick Stoneground, Mika Stoneground oder Ed Field? Das ist doch der gute Nick gewesen. Und jetzt gucken wir hier vorne. Steht die Quizmasterin, die weiß Bescheid, ob wir alles richtig beantwortet haben. Ja, und wir haben es wirklich geschafft. Und was bekommen wir? Noch eine Satteldecke. Ja, ich glaube, das mit dem Namen wird sich wahrscheinlich durch das ganze Set ziehen. Aber Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2. Schick, das heißt, wir kriegen offenbar ein Dressur- und ein Western-Set vielleicht. Also es wäre cool, wenn es ein komplettes Set werden würde. Müssen wir mal schauen. Gut, was ist das eigentlich für ein Set? Die Satteldecke gefällt mir. Pandorische Party-Satteldecke. Wir feiern 10 bezaubernde Jahre Star Stable an. Oh, dann kriegen wir die hoffentlich auch nochmal. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wir schauen mal, wo wir dieses pandorische Set dann herbekommen. Ich finde, das steht dem neuen Pferd ja sehr, sehr gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.